Da drüben ist einer. Mein letzter Pfeil, so eine Kacke. Ich hoffe, der packt den. Hallo und willkommen zu Hood, Outlaws and Legends. Ich weiß nicht viel. Ich nehme an, es basiert auf Robin Hood. Und ich weiß, dass es ein Multiplayer-Game ist. Das bedeutet, wir werden sicherlich gleich online spielen. Vielleicht gibt es ein Tutorial. Und das ist dann auch unser letzter PlayStation Plus-Titel im April. Finde die Schatzkammer, stehle den Schatz, finde den Schatzkammer. Ich krieg schon Anweisung. Extrahiere die Truhe. Uiuiui. Es gibt auf jeden Fall auch verschiedene Klassen. Das heißt, es gibt einen Tank, einen Charakter, der Stealth macht, etc. Und im Online-Multiplayer wird es auch so sein, dass man quasi gegeneinander antritt. Du, ganz kurz, der Raubzug. Du bist ein Gesetzloser, dein Ziel ist es, Gold vom Staat zu stehlen und es an das Volk zu verteilen. Soweit, so klar, Robin Hood-Prinzip. Zuerst musst du den Sheriff finden und seinen Schlüssel stehlen. Okay, und beide Teams probieren halt, den Schlüssel vom Sheriff zu kriegen, dann die Truhe zu öffnen und sie in Sicherheit zu bringen. Währenddessen kann das andere Team immer zuschlagen und einen auch überfallen. Zum Beispiel, nachdem man den Schlüssel hat oder nachdem man den Schatz gestohlen hat. Bewegen und Kamera, jawohl. Busch ist ja natürliche Tarnung, das kennen wir ja aus jedem Videospiel. Es ist ja so ein allgemeiner Standard geworden. Der Ranger, okay, wir sind der Ranger gerade, das ist unsere Charakterklasse. Robin ist tödlich auf Distanz, aber verwundbar im Nahkampf. Schalte Feinde aus der Ferne aus und verschwinde anschließend. Ein vollständig aufgeladener Schuss mit dem Langbogen kann man mit einem einzigen Kopfschuss ausschalten. Bedeutet, der Jäger ist quasi der Robin Hood. Steuerung, wie man es kennt. Vollständig aufladen. Zack. So, kann ich da jetzt lang? Da stand dann eigentlich, ich laufe weg. Aber es sieht ja aus, als würde der hier pausieren, ne? Verwende Ducken, um dich im Gebüsch zu verstecken. Bin ich nicht von Anfang an geduckt? Also R3, auch Standard-Taste für Ducken. Verstohlenheit. Hocke im Gebüsch und hinter Deckung, um Gegner nicht zu alarmieren. Dein Charakter ist von einem weißen Umriss umgeben, wenn du vollständig verborgen bist. Okay. Wenn die Staatswachen alarmiert werden, schlagen sie die höchste Alarmstufe, blockiere Routen und rufen Verstärkung herbei. Ah, okay. Kann ich den... Das Verhaften und Gegner und füllt deine Fähigkeitsleiste auf. Das Verhaften? Den habe ich nicht gerade verhaftet. Ich habe sein Leben verhaftet vielleicht. Begib dich zur Munitionskiste, um Munition zu sammeln. Ergibt Sinn soweit? Soweit klar. Schieße auf Seile, um sie herabzulassen. Was für Seile? Aha. Ah, okay, füllt sich automatisch auf. Habt ihr, hast du das eben gesehen? Hier, warte. So, Pfeil weg, 6, gehst du ran, 7. Ohne Tastendruck etc. Da kann man bestimmt auch noch mal ordentlich erwischt werden. Ja, wenn das andere Team einen am Seil erwischt hat, hat man aber auch die A-Karte gezogen. Meuchelmörder haben wir eben schon geübt. Fähigkeiten, das Verhaften. Meinen die es ernst? Von Gegnern füllt deine Fähigkeitsleiste auf. Jeder Charakter hat eine einzigartige Fähigkeit, die bei voller Aufladung genutzt werden kann.
Robins Weitsichtfähigkeit erlaubt es ihm, einen explosiven Pfeil abzufeuern. Wenn der Alarm ausgelöst wird, werden deine Fähigkeiten vorübergehend gesperrt und laden sich nicht auf, bis die Bedrohung getötet wurde oder deinen Charakter aus den Augen verloren hat. Ja, der ist aber richtig verhaftet. Verwende deine Spezialfähigkeit. Soll ich denn das hinschießen zwischen die beiden? Ja, ne? Hey! Meine Fähigkeit. Okay, wir gucken mal. Ah ja, richtig tolle Fähigkeit. Zum Glück hast du so lange gewartet. Boah, der Sheriff ist ja ein richtig dicker Kerl. Andere Gesetzlose können Feinde und Orte sehen, die du markiert hast. Mit dem Kommunikationsradar kannst du Befehle an dein Team geben. Drücken, achso, L1 halten, kommunizieren. Ja, meine Aufgabe ist vorbei, jetzt lerne ich noch eine andere Klasse kennen. Wahrscheinlich wird man, ich glaube es gibt vier, alle vier durchgehen. Das haben wir schon geübt, das müssen wir nicht normal machen, ne? So, die Jägerin. Mariannes Spezialgebiet ist die Verstohlenheit. Der andere heißt einfach Robin mit dem Namen. Das heißt, die Jägerin heißt Marianne. Sie kann Wachen schnell und aus jeder Richtung verhaften. Dass sie da wirklich verhaften schreiben? Ich habe einen Fall im Kopf, ich bin verhaftet. Ihre Leichentuchfähigkeit erlaubt es ihr, sich ungesehen zu bewegen, bis sie angreift. Du meinst, bis sie die Leute verhaftet. So, die hat eine Armbrust, sie hat auch was zum Schießen. Was? Da, Robin läuft weg. Stiehl den Sheriff den Schlüssel von hinten. Mal gucken, wie lange man 4 gedrückt halten muss. Das reicht. Du hast den Schlüssel. Öffne die Schatzkammer in der Kirche. Dann geht bestimmt was schief und dann kommt noch der Brecher ins Spiel. Ein Eroberungspunkt. Respawn. Eroberungspunkte erlauben es dir, näher an deinem Ziel zu respawnen, wenn du getötet wirst. Also hat es auch einen Singleplayer-Part? Verteidige sie, denn sie können vom gegnerischen Team wieder eingenommen werden. Ah, nee, doch nicht. Ach, hier ist ein Gegner. Genau, keep your eyes open. Ich bin unsichtbar, wenn ich hinter der Deckung hocke. Wie deren Köpfe da gezuckt haben. Da haben. Also, ist. Okay, nee. Der spackt da nur ein bisschen rum. Guck mal, wie er wackelt. Also, beide. Gut, hinter Deckung bleiben. Ich könnte auch da hochgehen. Ablenkungen. Wachen untersuchen Schritte und andere Geräusche. Lenke sie ab, indem du pfeifst oder Steine wirfst. Unten halten ist Stein vorbereiten. Also hier sind jetzt diverse Gegner. Werfen. Gehst du bitte auch weg? Nur der, den ich weglocken möchte, geht nicht weg. Er ist ein Dulli. Ja, take a look. Warum geht er nicht weg? Ist das dein Ernst? Dann halt so. Stealth.
Ausrüstungskisten erhalten einzigartige Ausrüstung für Gesetzlose wie etwa Mariannes Rauchbombe, die Sicht von Wachen verschleiert. Kann aus jeder Richtung. So. Schatzkammer. Ich glaube, der Multiplayer, der ist voll aufregend, der kriegt voll Herzrasen. Wenn du dann irgendwo lang schleichst, auf einmal ist das andere Team da, also das wird mich fertig machen. Was bist du denn für ein crazy Typ da? Der Dude mit seiner Frisur. Der Mystiker Toke ist ein vielseitiger Nahkämpfer, der mit seinem Dreschflegel Wachen eingreift, während er außerhalb ihrer Reichweite bleibt. Seine Instinktfähigkeit hilft seinem Team, die Position naher Gegner zu sehen und heilt seine Verbündeten. Soll ich da jetzt mit reingehen? Einfach wachen. Nein, hier ist keiner. Die stehen da die ganze Zeit, verdammt. Wie soll ich mit dieser Truhe hier rauskommen? Ach ja, und es muss jemand die Truhe tragen. Ich komme noch nicht an denen vorbei. Nein, hier ist keiner. Und ich glaube, es gibt einen Charakter, also es gibt, glaube ich, mehrere. Das heißt, du musst nicht mal jede Klasse nehmen. Aber es gibt einen, der ist besonders stark und kann die Truhe schneller tragen. Der sieht mich nicht. Hä? Hi. Der ist auf meiner Seite. Der ist doch safe auf meiner Seite. So. Sobald die Truhe auf der Extraktionsvorrichtung platziert ist, musst du sie in Sicherheit winden. Bis zu zwei Gesetzlose können winden, um den Vorgang zu beschleunigen. Nahkampfcharaktere können schneller winden. In PvP-Spielen kämpfen zwei Teams von Gesetzlosen um die gleiche Belohnung. Verteidige die Truhe, um zu verhindern, dass das andere Team sie zurückholt. Was muss ich jetzt winden? Ich muss gar nichts machen. Das macht er automatisch, okay. Ja, zwei Halter geht es ein bisschen schneller. Für Ausdauer. Okay, für jede Kerbe da oben gibt es Geld. Oh. Der Raufbold. John ist ein Raufbold, ein hervorragender Nahkämpfer, der auch übrigens eine Robin Hood-Anspielung, der mit seiner Stärke die Fallgitter öffnen und die Truhe schneller tragen kann. Seine Zornfähigkeit gewährt ihm erhöhte Gesundheit und endlich Ausdauer. Na okay, ich muss Kreis drücken, damit das... Man kann auch sprinten. Was ist mit dem Kerl da? Höchste Alarmstufe. Wenn du von Wachen entdeckt wirst, geht der Bereich der Karte in einen temporären Zustand höchste Alarmstufe über. In der Nähe befindliche Fallgitter schließen sich und Verstärkung wird gerufen, um die Situation zu untersuchen. Nahkämpfer sind erfahrene Magier und können eingehende Angriffe blocken und schweren Schaden verursachen. Kreis ist blocken. Müsste gleich brechen. Mit L2 kann ich anvisieren. Mit dem richtigen Block kannst du den Angriff abwehren und den Gegner zum Taumeln bringen. Aha, da war es gerade. Ich
Ich hau ihn jetzt einfach dreimal. So, Abwehrgebühl weggehauen. Das knackt jetzt aber richtig. Ich dachte, ich habe unendliche Ausdauer, aber irgendwie nicht. Ja, ich will doch gar nicht abhauen. Ich kann doch nichts dafür, wenn der sich hier hinstellt. So richtig klappen tut das nicht, was ich tue. Schwerer Angriff, R1, okay. Der ist gut. Aber irgendwie will ich immer mit R2 den schweren Angriff machen und nicht mit R1. Ach, jetzt habe ich unendlich Ausdauer. Boah, habt ihr gesehen, wie sein Helm gespalten ist? Also, den habe ich doch. Ja, okay. Hilf mit der Winde. Ja, das wollte ich von Anfang an machen. Er hat ja gar nichts geschafft alleine. Hat ja nicht mal einen Punkt fertig gemacht. Alter. So ein Versager. Hallo? Danke, Jungs. Habt ihr gut gemacht. Ich hatte auch eigentlich keinen Bock, gegen den zu kämpfen. Der Sheriff wird nur kurzzeitig außer Gefecht gesetzt, nachdem er hohen Schaden erlitten hat, wie etwa durch eine Explosion. Eine erfolgreiche Flucht erfordert, dass alle Mitglieder des Teams ihre Ausrüstung und Fähigkeiten aufeinander abstimmen. Ja, das habe ich doch gut gemacht und gut abgestimmt. Und ich glaube, das ist vom Gameplay her richtig cool. Das erinnert, also ich hatte auch richtig Bock auf Evolve. Weißt du, was Evolve war? Evolve war ja ein Shooter, wo du auch in einem Team warst, mit vier verschiedenen Charakteren, mit verschiedenen Fähigkeiten, wobei du hier noch gegen ein Monster angetreten bist, was durch einen Spieler gesteuert wurde. Und das Spiel war so geil, sie haben es bloß leider durch Pay-to-Win, finde ich, kaputt gemacht, weil es kamen dann neue Charaktere, die einfach so OP waren. Und hier ist es ja so ähnlich, du bist auch mit vier verschiedenen Charakteren, unterschiedlichen Fähigkeiten, du brauchst jede davon, um irgendwie erfolgreich zu sein. Aber halt nicht gegen einen Spieler, sondern gegen ein anderes Team, was dasselbe Ziel hat wie du. Finde ich sehr interessant. So, wir sind in unserem Versteck. Von hier aus können wir Raubzüge gestalten, Geld verdienen und so weiter. Uns verbessern, Bonusbelohnung erhalten, Fähigkeiten im Training. So, nach Abschluss eines Raubzugs kannst du das Gold auf der Waage der Gerechtigkeit verteilen. Unterstütze das Volk, um mehr Ressourcen für dein Versteck zu erhalten, oder stecke die Beute in deine eigene Tasche, um deinen Wohlstand zu steigern. So, was haben wir da unten rechts stehen? Besuche den Talentladen und so weiter, Waffenladen, Kleidungsladen. Herausforderung, Sammelobjekte, Banner, Talente, Raubzug. Das wird wohl irgendwie der Schmied sein. Waffen steht da jetzt, Kleidung, Battle Pass. Es gibt natürlich einen Battle Pass. Charakter auswählen. Wir gucken uns mal die Charakterauswahl an. Und dann machen wir einen Raubzug. Aber was ist hier noch? Oh, keine Ahnung, scheint nicht viel zu sein. Also, bestimmt, aber jetzt für uns gerade für den Test hier nicht wichtig. Also, Robin gibt es, Marianne gibt es, John gibt es, Toke gibt es. Ida haben wir eben nicht kennengelernt. Das Verkaufsschwert, Beschützer, gekrümmte Klinge, agil, Schwierigkeit 2. Aha. Also es gibt noch einen Charakter, den wir nicht gelernt haben. Den nehmen wir, ne? Ich hab einen Plan. I'm ready, sagt sie. Spielersuche. Also Staatsraubzug, maximal 4 Spieler gegen den Staat, 4 gegen 4 gegen Spieler und den Staat. Goldrausch gegen Spieler und den Staat, Training, maximal 4 Spieler, Raubzüge trainieren. Wir machen noch ein 4 gegen 4, würde ich sagen. Einmal Online-Multiplayer. Sucht der jetzt? Oh Gott, mein armes Team, es tut mir jetzt schon leid.
Ich kann hier noch den Charakter ändern. Charakterfähigkeiten. Fähigkeit Schanzkleid. Kanalisiere die Kraft des Waldes und beschwöre einen ätherischen Wand, um Verbündete vor den Geschossen zu schützen. Ausrüstung Thea. Ein zu werfender Kanister, der beim Aufprall eine brennende Flüssigkeit ausstößt. Verlangsamt Feinde und fügt Schaden zu. Merkmal auffüllen. Verschafft Verbündeten Nachschub, den leere Ausrüstungskisten wieder auffüllt. Aha. Waffe, gekrümmte Klinge, ein leichtes Schwert, das beim Ausweichen einen Gegenangriff ausführen oder im Nahkampf abwehren kann, wenn direkt in einen angreifenden Gegner ausgewichen wird. Leichter Angriff, schwerer Angriff, Charakterdetails. Ja, bestätigen, ne? Ah, die nimmt auch Eida. Nee, dann nehme ich einen anderen. Ich hätte gerne Eida genommen, aber. Fähigkeit Leichentuch. Fast unsichtbar für Spieler, Rauch, Merkmal Schatten und Waffe Armbrust. Ja, nehmen wir sie. Aber wir können ja nicht mehrfach denselben nehmen. Was die beiden mit Token nicht interessiert. Also wir beide sind so ein bisschen. Oh, wir sind komplett schlecht gemischtes Team, ey, von den Charakteren. Alles Nahkämpfer. Ja gut, ich habe eine Armbrust. Aber Katastrophe. Alle PlayStation-Spieler tatsächlich. Zeigt da oben dezent mit dem PlayStation-Logo an. Oh. Mein Team hat bei der Wasserfamilie alarmiert. Ja, danke, ihr Trottel. Also am Anfang kannst du halt recht durchlaufen. Oh, der kann. Ich kann nicht. Ich habe keine Nahkampfsachen. Ich habe nur Distanz. Die meucheln hier einfach drauf los. Also. Ich muss mich mal besinnen. Ich muss den Sheriff finden, ihm den Schlüssel klauen und dann die Truhe. Oh nein, das Tor ist zu. What? Das war bestimmt einer von den anderen Spielern. Ja. Oh, ich glaube, die kamen nur von der linken Seite. Die werden gerade richtig aufgerieben. Muss ich irgendwas respawn verfügbar in 1? Ja, die werden da gerade aufgerieben. Rück dich. Falsche Taste. Die gehen nur auf Kills. Die hocken halt da drunter und nehmen den Respawn ein, ne? Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ja, okay. Ah, oh, verdammt. Dafür ist mein Charakter nicht gemacht. Ich muss die ignorieren. Die haben ja auch noch zwei Spieler. Die gehen bestimmt auch einfach zum Schatz. Da ist der Sheriff. Okay. Also, Objective. Oh, verdammt.
Intuition, ja. Ich probiere mal zu dem anderen zu kommen. Der spielt immerhin ein bisschen das Objective und hier nicht. Schieß nicht auf mich. Gut, man kann auch immer hier den Fluss nehmen. Da ist der Schlüssel. Aus irgendeinem Grund sehe ich ihn nicht mehr. Das Gegner hat den Schatzkammerschlüssel. Finden Sie und holen Sie ihn. Ja, wo ist die Schatzkammer? Die ist doch bestimmt weiter vorne, oder? Da ist der Sheriff. Ich weiß halt nicht, wo die Schatzkammer ist. ABC. Stützpunkt Garnison. Über mir ist, glaube ich, der Sheriff am Laufen. Da ist mein Teammate. Die anderen beiden sind da nur am Kloppen. Der scheint so ein bisschen einen Plan zu haben. Nicht. Da drüben ist einer. Mein letzter Pfeil, so eine Kacke. Ich hoffe, der packt den. Oh oh. Jetzt habe ich ein Problem. Aber die kämpfen jetzt gegen ihn hoffentlich. Ich habe einfach keine Waffen. Oh, der Sheriff. Hier ist komplettes Chaos bei der Truhe. Ich habe das hier komplett versaut für alle. Niemand kommt da lang. Ja. Es war einfach nur hirnrissig. Oh Gott, ich bin viel zu leise. Ich bin die ganze Zeit so im Modus, da irgendwie lang zu kommen. Den einzigen Punkt, den wir haben, wo wir spawnen können, ist hier. Geil. Was bist du für einer? Stehst direkt an so einem Spawnpoint. Die Frage ist, wo müssen die Truhe hinbringen, ne? Okay, wir haben da oben C eingenommen. Das ist ganz cool, aber die haben A. Lock ihn hier zu mir. Lock ihn zu mir. Geh einen Schritt zurück. Danke. Oh, man kann sliden. Kommt noch einer. Kämpft ihr wirklich die ganze Zeit gegen die? Kann nicht markieren. Ich will nicht gegen den kämpfen. Gut, dann weg hier.
Die Truhe wurde fallen gelassen. Das ist gut für uns. Der macht das schon. Ich kann nie nur meucheln. Was anderes kann ich nicht. So, das hat mich jetzt viel zu viele Pfeile gekostet. Ich lade nämlich mehrere auf. Ich weiß gar nicht, was meine Fähigkeit war. Ich glaube, ich werde unsichtbar, ne? Daher war das der andere Charakter. Oh, da ist doch der Sheriff, ey, Leute. Das bringt uns alles gar nichts hier. Aber du gehst mir auf den Nerven. Oder meinem Team, mir nicht. Muni ist alle. Okay, wir haben den Punkt hier eingenommen. Und jetzt, wo ist die Truhe da? Wir haben die Truhe. Doch nicht. Doch, jetzt haben wir die Truhe. Warum war ich One-Hit? Warum war ich One-Hit? Sorry, ich bin eben gegen das Mikro gekommen. Tatsächlich gestaltet es sich erheblich zäher, als ich dachte. Mir gefällt das Game. Vom Multiplayer. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass wir alle keine Ahnung haben. Wie es funktioniert. Sind das hier auch Spawnpoints, die man einnehmen kann? Ach nee, hier kann man die Truhe hinbringen. Okay. Wo ist die Truhe? What? Da hinten? Warum waren die so schnell? Das hat sich eben die ganze Zeit überhaupt nicht bewegt. Und jetzt auf einmal habe ich komplett verpasst. Also ich finde dieses Gekämpfe darum recht schade. Wenn sie das noch gelöst hätten kriegen können, wäre das mega gewesen. So, mein Fernseher schaltet sich in 2 Minuten aus, wenn ich nicht einmal auf die Fernbedienung drücke. Truhe aufheben. Ja, toll. Ersten Spieler getötet. Noch ein. Jetzt bin ich gleich tot. Zum Beispiel wegen dem Sheriff. Kann ich den da auch hinbringen? Aber nicht jetzt, da ist ein Nahkämpfer. Und wir sind gerade alle nicht hier. Ah, verdammt. Ich habe irgendwie einen Nahkampfangriff gemacht. Ich dachte, das kann ich gar nicht.
Also es zieht sich wirklich. Wenn du dich cool reinschleichst, schön und gut, warum nimmt der eine von uns da oben A ein? Also die Stärken vom Spiel sind definitiv, dass der Multiplayer einen coolen Ansatz hat, wenn du als Team arbeitest, hier rauskommen zu können. Und die Truhe klauen. Okay, das ist überraschend gut gegangen. Also, mir gefällt die Idee, aber mir gefällt nicht, wie tatsächlich dann der Multiplayer läuft. Der Multiplayer ist mir zu... nicht gut genug. Es dauert recht lange, das Spiel zu beenden. Auf einmal geht's schnell. Aber da fehlt ein bisschen das System. Vielleicht, weil es meine erste Runde ist, ne? Aber das ist jetzt nur, was ich so auf den ersten Blick. Das kannst du aber vergessen, Kumpel. Ich habe jetzt bloß keine Munition mehr. Die haben aber gleich die Truhe fertig. Verdammt, ich muss dahin. Perfekt. Ich war unsichtbar, er hat mich trotzdem gesehen, ja, weil ich geschossen und mich bewegt habe, aber... der mich als erstes getötet hat, der Spieler. Der den ersten Zug gemacht hat. Immerhin haben wir jetzt B eingenommen, die haben nur noch ihren einen Spot. Vom B kommen wir ziemlich schnell darüber. Drehen wieder. Aber das haben wir gleich verloren. Da ist der eine Bogenschütze drin. Es war ein bisschen blöd, dass wir es gleichzeitig gemacht haben. Hä? Was passiert? Der hat mich getötet. Aber die Kameraführung war ganz komisch. Ist von hinten reingeschlichen, ja. Sie haben ja keine Chance mehr. Und die kriegen jetzt diese blöde Truhe da im Zweifel nicht weg. Vielleicht machen sie es auch mit Absicht nicht. Das Spiel müsste jetzt eigentlich zu Ende sein. Das wäre viel cooler. Ich glaube, diese Hochkurbelmechanik ist das Übel. Ohne die wäre das Spiel ja schon vorbei. Die müssen das nur zum Zielpunkt bringen, fertig. Ich glaube, das wäre cooler. Dann hast du halt verloren, wenn der Schatz dann am Extraktionspunkt ist. Also, ein cooles Game. Ein cooles Team-Multiplayer-Spiel, was ein bisschen am Pacing arbeiten muss. Es muss ein bisschen an der Geschwindigkeit arbeiten. Das ist das Problem, was ich damit habe. Aber nichts, was man nicht beheben kann. Das können die ändern. Das können sie machen. Und wenn du mit 1, 2, 3, 4 Leuten regelmäßig spielst, würde ich es ausprobieren. Dann macht es, glaube ich, Bock, wenn du als Team das schnell und zügig hinkriegst und weißt, was du zu tun hast, könnte es echt cool sein. Viel Spaß damit. Wir sehen uns im Mai wieder. Oder du guckst zwischendurch mal die Lego Star Wars Spiele an. Videos, die ich hochlade. Hau rein.